Moin Leute, neues Jahr, neues Glück. Jetzt geht's weiter und ich hoffe, ein bisschen besser als letztes Jahr, weniger Pausen drin, aber wir ziehen das durch. Silvester ist zwar schon wieder eine Woche her, aber ich wünsche euch trotzdem nochmal ein schönes neues Jahr. Besser später als nie, ne? Dieses Jahr werden wir einiges zu tun haben. Also ich habe ein bisschen was auf dem Schirm. Das allererste ist natürlich den Hanomag wieder zusammenschrauben. Das ist aber nur noch Kleinigkeiten. Da werden wir als erstes heute noch die Glühkerzen prüfen, was damit los ist, ob die alle noch vernünftig funktionieren. Das machen wir als erstes. Und dann kommt er zusammen und dann ist er soweit fertig. Denn, ja, wir müssen noch in den Wald. Kann man aktuell auch vergessen. Ist ja alles sowas von nass. Wenn man dran denkt, ist man schon festgefahren. Also, man braucht es gar nicht erst versuchen. So brauche ich nicht in den Wald gehen. Ich hoffe, dass, also entweder da draußen liegt Schnee. Der Winter ist wieder da. Entweder haben wir jetzt lange genug Frost, dass der Boden durchfriert, oder es muss trocken werden, weil der Boden ist so nass. Ich meine, hier nicht weit von hier ist die Aller und die Urka ist auch nicht weit. Unsere ganzen Gräben, die führen das Wasser in die Flüsse ab und die sind halt komplett drüber, ne? Da ist ja hier in der Gegend, muss in Altenheim schon evakuiert werden, also ein Kram. Ja, und die Gräben können unsere Feuchtigkeit nicht wegkriegen. Bei uns hier ist es nicht so komplett unter Land, aber der Boden ist komplett gesättigt und das Wasser geht nicht weg. Deswegen, entweder muss es trocken werden oder wir brauchen noch ein bisschen länger Frost, dass wir in den Wald können. Also das steht auch noch demnächst auf dem Schirm, aber wenn wir so weit kommen, müssen wir mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Glühkerzen, gucken uns die mal an, wie die laufen und, also was heißt, wie die laufen, wie die glühen, ob die alle gleichmäßig glühen und dann schauen wir mal weiter. Wo ich gerade hier lang komme, hat einer Interesse an dem Ford? Der da? Der soll weg. Schnauze voll, muss was Neues her. Könnt ihr haben. Kleinanzeigen setze ich unten rein. Könnt ihr gucken, ist verlinkt. So, da haben wir unsere Glühkerzen. Meiner immer noch unaufgeräumten Werkbank. Schande auf mein Haupt. Verzeiht mir, dass es hier Chaos ist. Aber ich bin immer noch nicht zurückgekommen. Aber ich muss aufräumen. Aber ja, das sind unsere Glühkerzen. Sind vorne noch ein bisschen schmierig vom Gewinde schneiden. Das mache ich schön sauber. Und dann zeige ich euch gleich mal den Versuchsaufbau. Wie wir herausfinden, ob die noch vertaugen oder nicht. So, Versuchsaufbau steht. Wir haben eine vollgeladene Batterie mit einem Kabel, Starthilfekabel, unseren Schraubstock, das ist unsere Masse. Und da klemmen wir gleich unsere Glühkerze rein. Ganz wichtig, das funktioniert nur mit diesen Stabglühkerzen. Es gibt auch welche mit einer Wendel vorne, gerade bei älteren Treckern. Bei denen können wir das nicht so machen, weil die brennen durch, die brauchen Vorwiderstand. Und das auch abhängig davon, wie viele Glühkerzen wir haben, weil die werden in Reihe geschaltet. Das ist alles ein bisschen anders. So wie wir das jetzt hier machen, das geht nur mit diesen Stabglühkerzen. Und es ist wirklich mit äußerster Vorsicht zu arbeiten. Zwar kann ich schon Kurzschluss reinhauen. Warum, zeige ich euch gleich. Ja, zweite Klemme dran, in meiner Hand. Damit gehen wir jetzt hier auf die Glühkerze hinten auf den Kontaktstrom und messen mit einer Stoppuhr, wie lange das dauert, bis die vorne glüht. Ich bin gerade noch ein bisschen am überlegen, wie mache ich das denn? Wir dürfen mal keinen Kurzschluss reinhauen, sonst schneidet uns die Batterie hoch. Und wir müssen natürlich aufpassen, die Glühkerze wird heiß. Das dürfen wir auch nicht, wenn die anfängt zu glühen, gleich aufhören, nicht zu lange glühen. Nachher geht, man weiß ja nie, ne, platzt zu vorne oder irgendwas und dann fliegt uns der ganze Mist um die Ohren. Ja, ich würde sagen, wir drücken jetzt mal auf Play bei der Stoppuhr. Ich halte den gleichzeitig hinten ran, weil mir Hände fehlen und müsst ihr in meiner Hand bleiben, wenn ich das mache. Und dann beobachten wir es einfach mal. Sie fängt schon an zu qualmen. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, sie wird rot. Knapp 20 Sekunden. Ich hoffe, man hat es auf der Kamera erkannt. Die Glühkerze glüht nach knapp 20 Sekunden. Und das ist ein gutes Zeichen. So wollen wir das haben. Und das mache ich jetzt mit den anderen drei Batterien, sage ich schon, den anderen drei Glühkerzen auch. Genaue Zeitvorgabe kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ich kontrolliere einfach nur, ob sie möglichst gleichmäßig sind. Und wie gesagt, wenn die jetzt nach 20 Sekunden schon rot wird und die anderen erst nach einer Minute oder so, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die anderen deutlich hinterherhängen. Eine, vielleicht zwei, wird man sehen. Und das kann dann die Ursache dafür sein, dass wir dieses schlechte Startverhalten haben. Wir kontrollieren jetzt einfach nur, dass sie möglichst gleichmäßig rot werden. Im Trecker zum Beispiel dauert das sogar noch länger, bis sie rot werden. Zumindest die Glühwendel dauert länger. Und bis dahin sind die voll am Glühen. Und
Genau so werde ich das jetzt mit den anderen drei auch machen. Ich gucke mal, wie ich euch hier positioniere und dann filme ich euch das ab. So, die glüht auch bei knapp 20 Sekunden. Das heißt, die passt wunderbar zur ersten. Wichtig, mit der Zange anfassen. Die Dinger werden schweineheiß. Ihr seht, es glüht. Also nicht anfassen. Ich lege die hier auch ein bisschen hoch, dass sie auskühlen können. Nicht, dass sie hier auf dem Holz schmoren. Das wollen wir ja auch nicht. Und deswegen machen wir das so. So, bei der hier sind wir jetzt schon bei über 30 Sekunden. Die lege ich schon mal beiseite. Das heißt schon mal, die braucht schon mal deutlich länger. Und dann kommen wir hier zu der letzten. Irgendwas, die andere war bei 31. Das heißt, man sieht ja auch, die beiden sind schon deutlich älter. Das sind auch beides Kerzen von Bosch. Und die sind von Beru, die werden mal neu gekommen sein. Hier klemme ich schon mal ab, nicht, dass wir unseren Kurzschluss reinhauen. Die werden deutlich älter sein als die beiden, was auch schon die Farbe so ein bisschen andeutet. Daraus schließe ich einfach jetzt mal, dass die, dadurch, dass sie länger brauchen, vielleicht auch nicht ganz so heiß werden wie die. Ich würde sagen, die kommen weg, alle beide. Ich bestelle nochmal zwei nach und dann ist das hoffentlich in Ordnung. Das ist eine gute Vorgehensweise, denke ich. Ja, zusammenbauen können wir jetzt eh noch nicht ganz, weil ich habe eine von diesen Düsenschutzkappendichtungen, hier diese hier, ist jetzt eine heile hier, die kaputt habe ich woanders liegen, habe ich kaputt gemacht und wie das so schön ist, die ist, weiß ich nicht, ob ihr das erkennt, die ist so richtig schön fitzeldünn. Jetzt liegt es auf dem Boden. Die hat 0,5 mm und Standarddichtung, das ist eine 18x22, also 18 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesserdichtung. Original, also nach Norm haben die 1,5 mm, meine ich. So dünn kann ich kein Kupfer filetieren, dass ich da jetzt dann die auf 0,5 runterkriege. Ich habe hier ein paar Motorenbauer angefragt und. Die hatten, keiner hatte was Passendes da, konnte mir keiner helfen. Und dann habe ich jetzt welche bei Share bestellt. Dauert aber, bis sie da sind. Doof gelaufen. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätte ich sie nicht kaputt gemacht. Passiert. Wo gehobelt fällt, wird... Wo gehobelt wird, fällt auch Späne. So heißt das Sprichwort. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, warte ich, bis die kommen. Ich bestelle noch zwei Glühkerzen hinterher. Und dann haben wir die Karre hoffentlich am Laufen. Ich hätte ja eigentlich gerne diese Woche schon zusammen gehabt, aber gut, ist halt wie es ist, ne? Ich hoffe, die Sachen kommen jetzt im Laufe der Woche, dass wir die nächste Woche starten können. Hätte ich heute gerne gehabt. Ist jetzt nicht so. Meine Güte, gibt Schlimmeres im Leben. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal gesehen, wie man so eine Stabglühkerzen wunderbar prüfen kann. Wie gesagt, seid vorsichtig, die Dinger sind schweineheiß und Kurzschluss geht ruckzuck, dass die Batterie ausgast und hochgeht. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Also ja, und auf jeden Fall nur Stabglühkerzen, ne? Kleine Glühwendelkerzen, die brauchen Vorwiderstand.
Juti, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, sonst gibt's nichts mehr zu sagen, ne? Ich mache jetzt einen schönen Feierabend, ihr auch. Schönen Restsonntag noch. Und dann hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Und jetzt geht's rund. Die nächste Zeit wird spannend, weil wir haben noch viel zu tun. Ja. Ah ja, guck mal, Lenkung vom Hanomag, das Verdeck vom Hanomag, das muss ja auch noch alles so draufgebaut werden. Also wir haben genug Baustellen, wir haben genug zu tun, es wird nicht langweilig. Und deswegen, ja, macht's gut. Daumen hoch, fleißig abonnieren. Tschüss.